Wagen 37 Grad von Trott. Einfach mal so das Tier rauszulassen, aber auch echt irgendwie, ich habe gemerkt, mit den Männern, mit denen ich gekämpft habe, habe ich auch irgendwie mehr Respekt so. Also ich habe mich gut gefühlt, gut aufgenommen, weil es so eine Energie war von Männern, die sich alle auf den Weg gemacht haben. Also wir haben irgendwie alle ein gemeinsames Thema, das Mannsein zu erforschen. So, ich habe immer so einen Energieschub, wenn ich hier bin. Ich merke halt in dieser Männer-Community, wie ich mich da mit Männerenergie auch auflade. Und wenn ich dann abends auch weggehe und wieder mit Frau begegne, dass ich denen da ganz anders schon begegne. Allein durch die Energie, wo hier fließt, die Tage über. Was ich auf jeden Fall richtig geil fand, war der Hacker. Den hat sich ja auch keiner entgehen lassen. Der hat ordentlich Power, weil eben man dann mit seiner Kraft konfrontiert ist. Einfach ein Netzwerk aufbauen zu können mit Gleichgesinnten, wo man sich auch nach der Konferenz noch austauschen kann. Ich glaube aber das größte Highlight war wirklich einfach so mega coole Männer kennengelernt zu haben, die mich jetzt seit einem Jahr in meinem Leben begleiten und mit denen ich echt auch regelmäßig was mache. Und wo ich so merke, das gibt mir mehr Sicherheit in meiner Begegnung mit Frauen, ja, aber auch im Job. Und dass echt viel passiert seit der Mannsein-Konferenz in meinem Leben, wo ich sage, das war wahrscheinlich schon so eine Initialzündung davon.